Frag mal deine Freunde am Strand, ob sie ein Leinemesser dabei haben. Viele haben das nämlich gar nicht. Oder auch was noch dabei ist, ziehe mal, wenn sie ein Leinemesser haben, zieh das mal raus und schaut euch mal die Klingen an, weil die sind ganz oft durchkorridiert, wenn es ältere sind. Und das Leinemesser ist immer so ein Teil, das ist wie, ich vergleiche es immer wie mit einem Helm beim Motorradfahren. Du brauchst ihn einfach 1000 Mal nicht und vielleicht genau dieses eine Mal brauchst du ihn. Und darum haben wir sowas immer dabei. Das ist vorne im Trapez drinnen. Das heißt, das hat man da in dieser Lasche mit dem Haken. Und wenn man es braucht, kann man es einfach rausziehen. Und das schneidet wirklich Leinen wie Butter, kann man das nehmen. Und kann man das, wenn man zum Beispiel auf den Füßen drauf hat oder in der Welle herumgewickelt ist, schneidet man das durch. Irgendwann wird vielleicht der Tag kommen und dann denkst du, super, dass ich diese paar Euro investiert habe.